Sternchen. Schön, dich wiederzusehen. Na, wie geht's dir denn? Alles soweit okay bei dir? Oh, war ein richtig stressiger Tag. Du bist total müde. Du bist aber auch noch nicht bettfertig, ne? Ich sehe noch, du bist geschminkt. Mach's nicht. Gehst einfach so ins Bett. Es geht aber nicht, was du meinst, wie deine Bettwäsche morgen aussieht, dein Kissen. Lass mal gucken. Soll ich das mal eben machen? Ach, das macht mir gar nichts aus. Ich mach das gerne für dich. Ja, sollst dich auch wohlfühlen, ne? Dann schläfst du auch gleich viel, viel besser. Genau. Make-up hast du drauf, Wimperntusche, Eyeliner, bisschen Lippenstift, ne? Okay, wenn du nichts dagegen hast, mache ich das jetzt, ja, kannst du dich schön entspannen, lehnst dich schön dabei zurück und genießt. Wäre das was für dich? Okay, dann mache ich das jetzt, ja, lehn dich schön zurück, mach es dir richtig schön, bequem. Kuschel dich schön ein und dann wirst du gleich sehen, geht's dir viel besser, fühlst dich fresher, na genau, und dann schließt du auch gleich ruckzuck ein, gut, alles klar, dann wo fange ich an, mit deinem Augen-Make-up und mit deinem Lippenstift, na? Ja, gut, so ein bisschen einweichen. Alles auf einmal, ne? Ja, aber da müssen wir dann auch durch.
reines Thermalwasser zur Reinigung und Pflege. Ebenfalls für empfindliche Haut. Aber ansonsten sieht deine Haut ganz gut aus, so was ich jetzt sehen kann. Na, gucken wir mal nach der Reinigung. Ich nehme jetzt erstmal ganz grob das Make-up runter mit dem Wattepad. Ich gehe dann gleich aber nochmal mit Reinigungsschaum und dem elektrischen Gesichtsbürstchen hinterher, um dann auch wirklich ja, so den letzten Rest aus den Ritzen, aus den Poren rauszuholen. Schaum von Sebamed, ebenfalls für empfindliche Haut. Genau, die müssen wir jetzt nicht auch noch zusätzlich reizen. Ne? Bist ja auch schon so ein bisschen gereizt, merke ich. Schon besser. Gut. Gleich ist es die Gereiztheit ganz weg. Irgendwann ist auch genug. Ne? Ein ganz, ganz sanfter Reinigungsschaum, der deine Haut ganz, ganz besonders schonend reinigt. Und du wirst merken, sobald ich anfange mit dem Bürstchen die Haut zu bearbeiten, bekommst du direkt ein ganz angenehmes Gefühl. Fühlst dich gleich sauberer. Frischer. So ein bisschen befeuchten.
ganze Ärger, all der Stress geht direkt mit runter und Wasser ganz minimal kühlen. Es tut ganz gut. So. Zum Schluss. Ja, es ist jetzt ein bisschen nass geworden hier am Rand, aber na, musst du ja nirgendwo mehr hin. Genau. Sehr, sehr schön. Moment.
nehme jetzt auch extra kein Peelingsalz oder so dazu, ne? So ein Peelingprodukt halt. Ein bisschen feucht, aber. Ist richtig schön rosé, schön durchblutet. Machst mal mit die Lippen ein bisschen strammer, dann gehe ich da auch mal so ein bisschen drauf an. Die letzten Farbpartikel eventuell noch. Deine Haut jetzt noch ein bisschen und macht sie wirklich ganz, ganz zart weich. Weich wie ein Babypopo. Babypopo. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, wenn das gleich eingezogen ist. Schätzelein. Ah, das tut so gut. Genau, ein bisschen dein Dekolleté runter, ne?
Ultra-Sensitive nach Creme, Mikrobiom, Balance, ohne Parfüm, ohne Parabene und Farbstoffe, gell?
haben wir den ganzen Ärger, den Stress direkt mit abgeschminkt. Ruhe, Wohlbefinden, Entspanntheit ist eingezogen in deine Haut mit der Creme, mit dem Aloe-Vera-Gel. Genau. Du bist jetzt angenehm, müde, schläfrig. So, dann lasse ich dich jetzt auch schlafen. Sternchen, Sternchen, schlaf.